Willkommen zurück zu Skylander Superchargers Racing. Lustigerweise steht jetzt bei meinem Spielstand 0%. Ich sag doch, da gibt's noch irgendeinen Story-Modus oder so. Ich würde vorschlagen, schauen wir einfach mal, dass wir den finden. Okay, Abenteuer 2 Sterne. Vielleicht muss ich die glorreiche Tour. Da gibt's ja mehrere Touren. Aber ich glaube, die sind versperrt, oder? Sag ich doch, die sind noch zugesperrt. Okay, vielleicht die ruchlose Tour, die haben immerhin keinen Schlüssel. Oder muss ich hier beim Bowser noch irgendwas machen? Obwohl, da geht's ja weiter. Ja, da gibt's ja mehrere Rennen. Chompyberg? Sollen das Kettenhunde, also Chomps, darstellen? Das wäre ja cool. Okay, ich würde vorschlagen, wir spielen einfach mal. Ich nehme mal wieder Mittel und... Vorher, Moment, was gibt's da eigentlich? Noch zu dem Dings zu. Da war ja auch dieses Symbol. Okay, schalte das. Was soll ich denn hier drauf halten? Den Bowser? Oder gibt es da noch extra Sachen? Moment mal, ich halte jetzt einfach mal den Bowser drauf. So. Grad halten. Komm. Komm. Okay, da haben wir ihn wieder, den Hammer Slam Bowser. Aber letztes Mal bin ich mir ein, ich habe ihn nicht hier drauf gehalten, sondern woanders. Oder? Da habe ich ihn doch da drauf gehalten. Hm? Naja, jedenfalls, da gibt es ja extremst viele Charaktere. Brauche ich für, um alle freizuschalten, extra alle Skylanders? Oder kann man die auch irgendwie anders freischalten? Wäre nett, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben würdet. Denn wie gesagt, ich kenne mich noch nicht ganz aus. Gut, aber wozu hatte ich den gerade eben draufhalten müssen? Naja, gut. Ach so, Barrel Blaster, das ist das Fahrzeug vom Turbocharged Donkey Kong. Gut, wo ist denn jetzt die Clownkarre hin? Moment, muss ich die etwa immer draufhalten extra? Oder ich glaube, ich nehme mal... Moment. Ich glaube persönlich, dieses Mal kann man gar keine Luftfahrzeuge, sondern Erdfahrzeuge verwenden. Es gibt ja angeblich auch noch Himmelsfahrzeuge und Wasserfahrzeuge, genau. Ich glaube, dieses Mal muss ich einen von denen verwenden. Ich glaube, den kann ich nicht verwenden, oder? Oder... Soll ich den... Ich nehme jetzt einfach mal den. Das scheint der einzige zu sein, der freigeschalten ist. Okay... Genau, es gibt ja jetzt... Oh, habe ich jetzt den Bowser umgestoßen, die Figur. Was wollte ich sagen? Ach ja, es gibt ja angeblich auch noch Wasserabschnitte und Landabschnitte. Da kann man, glaube ich, nicht immer den Clown Cruiser verwenden. Okay, Gegner, die von einem Fahnenkreuz umgeben sind, sind in Reichweite. Okay, da kann man auch schießen, habe ich gar nicht gewusst. Okay, driften. Okay. Der Tiki-Tratschkopf greift jeden, der vor dir liegt, mit 3 Blitzschlägen an. Oh, das ist ein tolles Item. Okay, gut. Da habe ich vorher scheinbar zu weit geklickt. Okay, Start. Legen wir los. Chompy Bad klingt aber spannend. Sieht eigentlich so chinesisch aus. Die Chinesen haben schon eine coole Kultur. Hier, du kannst das benutzen. Ist kein Hingucker, aber es bringt dich über die Strecke. Früher oder später. Willkommen am Chompyberg, Rennfans. Ich würde ja sagen, diese Chompies beißen nicht, aber das wäre gelogen. Behaltet Hände, Pranken und Hufe zu jeder Zeit im Fahrzeug. Und viel Spaß bei der Show. Was redet der da eigentlich? Donkey Kong und Diddy Kong! Okay, Moment. Mit B kann man hüpfen? Habe ich gar nicht gewusst. Kann man mit D auch? Nö, Moment. A? Okay, gut. Ich muss mich, wie gesagt, erst an die Steuerung gewöhnen.
Was hat er da gerade geredet von wegen, diese Kiste ist nicht wirklich gut? Ich habe halt nämlich im Moment nur das Fahrzeug. Die Chompies beißen nicht, der war wirklich gut. Oh, oh, okay. Das ist jetzt mehr Mario Kart mäßig, fällt mir aber. Und ich habe gedacht, Bowser und Donkey Kong gibt es nur in der Wii U-Variante. Okay, Driften, klassische Mario Kart Action. Nur jetzt halt auf Skylander-Basis, aber die Elemente sind schon denen aus Mario Kart recht ähnlich. Wie kann man denn jetzt schießen? Und ein Gleiterabschnitt. Die Chompies beißen nicht. Wo bleiben sie denn jetzt eigentlich, die Chompies? Okay, aber das scheint wirklich eine, sagen wir mal, billige Karre zu sein. Ist das jetzt so wie der Kugel billig? Ich tue nämlich gar nichts. Das bewegt sich von alleine. Es sei denn natürlich... Na gut. Au, ruck. Mit B kann man springen. Das habe ich ja jetzt mittlerweile vorher schon selber rausgefunden. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass Bowser und Donkey Kong hier schon dabei sind. Gut, ist aber eine coole Strecke. Und wo bleiben denn jetzt die Jumps? Das sollen sie sein. Obwohl, nö, das ist dieses Musik-Item. Das ja, wo wollte ich denn da springen sollen? Ach so, da oben ist, glaube ich, eine kleine Abkürzung. Okay, zwei sind vor mir. Oh, und wie ich am unteren Bildschirm sehe, es ist Donkey Kong. Bowser und Donkey Kong. Marios früherer Erzfeind und Marios jetziger Erzfeind. Denn Mario und Donkey Kong war ja Super Marios früherer Erzfeind und jetzt ist es Bowser. Okay, habe ich ihn jetzt überholt? Ja, Donkey Kong ist hinter mir und jetzt hat sich ein anderer vorgeschummelt. Na, das kann es nicht sein. So, na, wartet nur. Hey, Moment, ich glaube, das mit dem Driften geht nicht richtig auf, meine Fahrtaktik. Ist wie Mario Kart, wie im allerersten. Man muss die richtige Taktik können. Okay, hier in diesem Bereich verliere ich immer erstaunlich an Geschwindigkeit oder an Plätzen. Oh, komm schon. Wo sind denn jetzt die Chompies? Sollen das die da am Rand darstellen? Okay, habe ich jetzt irgendwas gemacht? Es ist doch Y schießen, aber ich drücke Y und nichts passiert. Naja, gut. Hier in dem Abschnitt kann ich jetzt immer schön aufholen. So, super. Und noch einmal. Macht aber wirklich Spaß, dieses Spiel. Scheint so eine Art, so ähnlich wie Diddy Kong Racing zu sein. Und Diddy Kong ist ja jetzt eigentlich auch mit von der Partie. Scheint so wie ein Mario Kart Double Dash, die beiden fahren zusammen. So, genau, hier gibt es eine kleine Abkürzung mit... Oh, einem Kuchen. Oh, ich mag Kuchen. Moment. Okay, da haben wir Donkey Kong. Den überholen wir gerade. Und, das Driften scheint jetzt nicht wirklich eine gute Taktik zu sein. Oh, der Donkey Kong zieht vor. Ich probiere das Driften noch einmal, aber damit... Ja, man muss es einfach nur richtig machen. So, ein Kuchen. Yikes. Das war gut. So. Jeps. Und... Gut. Oh ja, diesmal habe ich diesen Streckenabschnitt gut gemacht. So, komm, komm, komm. Ich möchte erster werden, erster werden. Komm schon, das schaffe ich. Okay, die Flügel. Was bringen die eigentlich, die Flügel? So. Oh, ich glaube, das war jetzt nicht gut. Aber ich bin in Führung, ich bin in Führung. Oh, komm schon. Jetzt hier den Abschnitt perfekt können. Das ist, glaube ich, eh schon die letzte Runde. So. Jetzt hier. Komm, das schaffe ich. Ich schaff das. Hier scheint es eine Art Abkürzung zu geben. Oder die fährt einer, die fährt einer. Nein, bitte überhol mich nicht. Was sind das jetzt für Diamanten? Oh, ich glaube, die Abkürzung ist gar nicht kürzer. Irgendeiner ist direkt hinter mir. Ja, na bitte, erster. Super duper. Da mein ja, Turbocharged Donkey Kong. Ich wollte mir ursprünglich die Wii U-Variante kaufen, aber die war erstens zu teuer und zweitens, ich wollte unbedingt Bowser haben und nicht Donkey Kong. Gut, na bitte. Aber ich finde das Spiel eigentlich echt witzig und grafisch gesehen mit den Fahrzeugen ist es eh witzig. Gefällt mir eigentlich. Gut. Aber wo waren denn jetzt echt die Chompies? Naja, ich fahre einfach mal fort. Okay, erhalten Werteverbesserung beim Aufstehen. Nutze sie, um die Oberhand zu gewinnen. Moment, ich verstehe das jetzt nicht ganz. Um zwei Stellen im Rennevent zu... Okay, ist jetzt weg. Okay, weiter geht's zum nächsten. Tropenplünderung. Hey, das sieht aus wie die neunte Welt aus Donkey Kong Country Returns. Ich wette, hier ist Donkey Kong auch wieder mit von der Partie. Also, legen mal los. Ich nehme immer Mittel und... Verstehe nicht ganz. Schurken und warum kann man da umschalten? Golden Queen? Galper? Kapitän Frightbeard? Die sehen ja lustig aus.
Ich nehme einfach, jetzt nehme ich, oder? Ich nehme einfach nochmal das Feuer. Und nochmal, soll ich vielleicht mal einen anderen Fahrer verwenden? Ja, das mache ich jetzt mal. Einen Fahrer haben wir ja noch. Nämlich, wo haben wir ihn denn? Irgendwo muss er doch sein. Ich weiß, ich. Wie, der ist gar nicht da? Ich habe ihn doch. Moment, warte mal. Den muss ich doch freigeschalten haben. Ich halte ihn jetzt mal drauf. Ich habe doch noch eine Figur bekommen. Moment. Portal an. Das leuchtet auch immer so lustig. So. Den haben wir ja noch. Den Steel Elf. Moment, ich glaube, ich verstehe es jetzt. Ich glaube, ich verstehe es. Der kann hier gar nicht sein. Der ist ja grün. Also Laub. Der kann hier gar nicht sein. Das sind doch die Feuercharaktere, oder? So ist es wahrscheinlich. Das sind die vom Element Feuer. Ich gehe jetzt mal zurück. Und der müsste rein theoretisch hier sein. Da haben wir ja auch Donkey Kong. Dark Turbo Charge Donkey Kong. Waren wir den normalen? Da haben wir ihn. Donkey Kong sieht in seinem Outfit irgendwie komisch aus. Drum habe ich die 3DS-Variante genommen. Genau, ich glaube, den kann ich nicht spielen, aber. Steel Elf, genau. Da gibt es scheinbar dann wirklich viele Typen. Okay, Plunderbacke. Das scheint der einzige zu sein, den ich habe. Drum kann ich die Clownkarre. Ich glaube, die Clownkarre, den Clown Cruiser kann ich nicht nehmen, oder? Ich probiere es mal aus. Moment. An. An, habe ich gesagt. Ja, so. So. Dieses Fahrzeug wird nicht für dieses Event unterstützt. Okay. Das ist aber schade. Naja, gut. Aber ich glaube, das ist jetzt unter Wasser. Genau, das sind ja Torpedos. Okay, gut. Schade echt, dass ich diesen komischen Helikopter von Steve Elf nicht dazu bekommen habe. Naja, vielleicht kaufe ich ihn mir noch irgendwann dazu. Gut. Leg mal los. Gut, mit der Musikmaschine. Ja, das weiß ich schon. Halte. BX unter Wasser zu. Okay. Um unter Wasser zu. Um unter Wasser zu tauchen? Fährt man da die ganze Zeit unter Wasser oder? Wenn du deine Waffe einsetzt, verbrauchst du Munition. Wenn du keine mehr hast, finde Munitionslager zum Nachladen. Ich weiß ja nicht mal, wie ich die Waffe benutze. Naja. Wir werden ja eh noch sehen, wie das mit den Wasserfahrzeugen ist. Wenn das Lahmen dann mal bald ein Ende hat. Aber es sind echt von den. Die Rennkurse finde ich auch so schön. Okay, los geht's. Steve Elf. Ich kann dir das Teil leihen. Pass nur auf das Loch im Boden auf. Was redet der da manchmal? Sieht aber schön aus eigentlich. Achtung, Rennfahrer! Als wäre es mit Frightbeards fürchterlicher Mannschaft auf der Insel nicht gefährlich genug, steht jetzt auch noch der C-Stoß-Auer-Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Los, mit Bleifuß über die Ziellinie, bevor eure Chancen dahin sind! Ein Vulkan? Was ist denn das? Und Black, dieser komische Typ da, ist also Piratenchef dieser Insel? Ach, Piraten der Karibik, war spannend. Okay, und los geht's. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Turbo Fast. Kennt ihr die Serie? Die spielt auf Super RTL. Ist eine lustige, da geht's um so ein paar Schnecken, die Rennhäuser haben. Da ist auch einer Bleifuß und kann man hier auch, okay, tauchen. Gut. Erinnert mich jetzt wirklich, das Spiel ähnelt total Diddy Kong Racing, auch mit den drei verschiedenen Fahrzeugen. Gut, ich drück doch Y, oder? Ich weiß nicht, warum ich nicht schießen kann. Naja, ist jetzt auch egal. Gut, kann man hier unter Wasser auch driften? Glaubt nicht, oder? Oder? Gerade eben kam es mir schon so vor. Ich glaube, ein bisschen driften kann man schon. Gut, und wer auch da immer jetzt vor mir ist, den werde ich mir jetzt schnappen. Gut, kommt da jetzt auch noch so eine Art Vulkanausbruch ins Spiel? Das wäre ja cool. Moment. Ich glaube, hier genau gibt es einen. Ich habe zuerst gedacht, man müsste irgendwie springen, aber das geht ja nicht. Oh, wenn! Aber dieser Level ist wirklich. Super, der gefällt mir. Ist meiner Meinung nach bisher der beeindruckendste mit den Wellen und so.
Okay. Kommt jetzt, bricht dann der Vulkan bald aus? Und was redet der Typ da immer zu den Fahrzeugen, wenn ich fragen darf? Das sind halt die geliehenen Fahrzeuge. Ich habe halt nur den Clown Cruiser. Ich habe bisher noch nicht mehr Fahrzeuge. Und ich plane auch nicht mehr alle zu kaufen. Na gut, vielleicht das eine Fahrzeug vom Sea of Elves noch dazu. Aber mehr nicht. So. So. Hier scheint es eine Abkürzung zu geben. Ein Piratenschiff. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Gut, irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ach ja, das erinnert mich wirklich etwas an Turbo Fast mit dieser Piratenratte. Und ein bisschen an Piraten der Karibik. Ach, das war auch spannend. Hey, hey, ich drücke doch Y, das kann man. Oder muss ich vielleicht L oder R drücken? Nö, das braucht man jetzt zum Driften. Wie soll ich schießen? Kann mir das wirklich mal einer sagen? So. So. Hey, ich hab doch... Oh Gott, jetzt habe ich Y gedrückt. Komm, ich muss Erster werden. Aber es sieht gut aus. Ja, so durch und... auf die Wellen, komm, den holen wir noch rein. Das Fahrzeug raucht aber schon ein bisschen. Na, das kann es jetzt aber nicht sein. Komm schon, das schaffe ich. Wer war denn das gerade? Komm, Gummi, Gummi, Gummi. Und... und schneller. Wow. Komm, das schaffe ich. Hey, wer hat sich denn da jetzt vorgeschummelt? Was ist das? Hey, das war doch der von der vorigen Piste. Da unter dem Piratenschiff geht scheinbar auch durch. Hey, du misch dich nicht vor. Ah, das ist gut. Komm, 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 komm. So. Oh, ich glaube, wir sind gerade im Inneren des Vulkans, oder? Oh, da überholt mich jetzt keiner. Oh, ich werde es zeigen. So. Oh, wie soll ich schießen? Oh, oh. Was ist mit meinem Fahrzeug los? So, super. Komm, ich schaff das, ich schaff das. Immer hier werde ich getroffen. Warum? Komm, ah, das will ich niemals gewinnen. So, so, innen fahren, komm, 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 komm. Ah, ganz knapp Dritter. Was sind denn das für komische Typen, die da mitfahren? Ah, aber ich habe es jetzt leider nicht geschafft. Okay, jetzt kriege ich leider nur einen Stern. Ich glaube, dann muss ich das leider nochmal machen. Naja, gut, aber für den Part ist es ohnehin genug. Ja, gut, aber ich verstehe leider immer noch nicht ganz, wie man abschießen kann. Das Spiel an sich ist super, aber man muss doch auch irgendwie feuern können. Naja, ich werde das mit der Zeit bestimmt noch lernen. Na gut, dann also bis zum nächsten Mal. Tschüss.